Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir uns in Marlind ausgeruht, haben diese Händlertruppe getroffen, haben diese Söldner getroffen, die jetzt bezahlt worden sind, diesen Ort zu beschützen. Und die vielleicht oder vielleicht auch keinen Mist bauen in dieser Stadt. Und ja, wir haben noch eine Aufgabe und zwar müssen wir uns um ein Helium außerhalb von Malind kümmern. Südwesten von Malind, ja. Und ja, gucken wir mal, wo da wer das ist. Wenn das wieder dieser Fuchstyp ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Können auf jeden Fall ein paar Kämpfe machen, weil wir haben gleich ein Level up. Das wäre nicht schlecht, wenn wir noch ein Level up kriegen könnten. Was geht? Nein, okay. So. Da unten. Ah, es werden noch die Helions angezeigt auf Karte, weil ich irgendwie einen Effekt habe. Wie viele Punkte brauche ich? 735. Wie viel geben die hier? Ja, okay, die sind schon ein bisschen schwächer. 38, ehrlich. Okay, dieses Talent benachrichtigt, wenn Normen in der Nähe sind. Okay. So, was? Nehmen wir das. Geld, Dingen zwar auch nicht schlecht, aber Normen sind wichtiger, finde ich. Hey, da hinten. Das war direkt einer. Okay, wenn er wieder in so einer Entfernung ist, ne? Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Aber nur einmal? Ich würde gerne, dass das immer ist. Artangriff, nein. Ja, ich suche nach Waffen hier. So. Ah, okay. Meilensteinpapier, Artangriff. Ah. Ah. Verteidigung, Art. Wind hinzugefügt zu Kalzitstab. Damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann rufe mich zum Herrscher des Landes. Okay, wenn das wieder so blöd ist, ne? Hätte ich doch lieber den Geldfund. Das ist ja doof, die kann ich auch so finden. Das ist genau wie bei Schatzsuche und so. Wo ich so darüber nachdenke. Vielleicht sollte ich das hier lieber alles nehmen. Ne, Heilmittel ist gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Mal ganz ehrlich. Die sind übrigens irgendwie nicht so die Effekte. Ich finde so oder so immer die ganzen Dinger. Mein Headset. Ich hab mein Headset runtergehauen beinahe. So, hier sind wir glaube ich nicht richtig. So, ich sollte mal gucken, ob der Stab irgendwie was bringt jetzt. So, kann doch irgendjemand in der Mitte so einen Effekt reinpacken. Halt. War es doch gerade. Edna. Der hier. Ja, und dann kriegst du den hier. Ja.
trotzdem noch diese 20 Dinger. Hi! Die Spannung im Rolands im Westen nehmen zu. Entsprechend wurde Glefeld gesperrt. Verschwinde. Ja, kann man auch netter sagen. Puff. Sonst schlitz ich dich. Okay, Südwesten. Das ist gar nicht in der Richtung, oder? Ach da, war. Oder? Nehme ich an. Geld 11, okay. Oh, ein Gegner. Und doof. Wie stark seid ihr schon wieder? Die tun viel zu schnell hochleveln. Ja, wunder, warum die Bosse so wehtun. Auf Screen habe ich auch schon ein paar Leute hier verloren. Also die sind kaputt gegangen kurz. Also ja, die Gegner sind, glaube ich, ein bisschen zu stark. Hab ich das Gefühl. Boah, gehst du mal weg von mir. So. Ding wäre voll. Wuff, wuff, wuff. Süße Schuhe halten und neue Kampfaktionen erlernt. Das ist, glaube ich, wegen 200 Kämpfe auf Mittel oder höher, ne? Neben Gottheit, drücke L2 und L1, während du wartest oder eine Combo ausführst, um eine Figur, die nicht gesteuerte Figur ist, zu amortisieren. Okay, nee, ist nicht. Ich warte immer noch, bis ich 70 habe. Damit ich hier, ich weiß nicht mehr, welchen Effekt einpacken kann, aber irgendeiner kostete 20, deswegen warte ich noch. Uah, ein Effekt I, geh weg! Hier ist Monolith. Dafür brauche ich jetzt nicht Aktionssuche. Element und Wert. Wenn du zum Beispiel gegen Feinde kämpfst, die Feuer gegenüber schwach sind, liegt deine Chance um zweimal höher, einen Artangriff zu verringern. Die Chance, dass sich um eine Verbrennung zuzuziehen, ist ebenfalls um zweimal höher. Okay. Schwächen angreifen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die geschwächt sind. Ach, Spinnen, ehrlich. Oh, wie viele. Boah, Powertreffer, komm her. Nein, 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 gut. Da wird nichts. Doch, wird was. Buff. Buff. Sehr gut. Ein paar Kämpfe noch, dann haben wir wieder ein paar Level-Ups. Warum kann ich hier noch nichts machen? Warte mal, ist das nicht der Wald, wo wir waren? Am Anfang? Von wo bin ich gekommen? Von da, okay. Von hier, also... Gehen wir da lang. Diese Steine, ne? Da sind zwei Gegner. Adler. Schwäche Boden, sag ich doch. Hat irgendwie Sinn, ne? Was macht dieser Angriff überhaupt? Okay, Zeit verzögert. Bernstein, Speer und Haarband erhalten. Okay. Haarband. Nee.
Nein. Wurf. Dann meine Truhe. Dafür muss ich nicht Schatzdetektor haben, um zu sehen, dass da eine ist. Hilfe! Ich will die ganze Zeit automatisch ausweichen, dann komme ich dazu, irgendwas zu machen. Erdringen. Oh, ups, ich glaube, das war neu. Da könnte man aufhören, mir jetzt jedes Mal irgendwas zu geben. Muss ich die ganze Zeit hier vergleichen. Scheitel links. Okay, cool. Oder ist das hier so? Nein, kann ich irgendwie dran zoomen? Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Du hast noch nichts, also hier. Sieht nicht schlecht aus. Elf Minuten, okay. Ich werde auf jeden Fall noch ein Level abholen. Dann bis zum nächsten Part werde ich wieder kurz vor Level 18 leveln. Damit wir nicht zu weit hinterherhängen mit dem Level. Also wie ich das sehe, jedes Mal, wenn ich im neuen Gebiet komme, sind die Gegner 5 Level höher. Also ja. Ich will nur nicht offscreen irgendwas lernen. Oder Titel bekommen oder was weiß ich. Das ist das, was mir so Angst macht. Au. Au. Oh. War auf den eigentlich? Oh, okay. Und tschüss. Ja, und es geht's allen gut. Ja, boah, ich darf nie in ein Labyrinth reingehen. Ja, ich weiß, ich kann die Dinger benutzen, aber am Ende weiß ich nicht. Benutzt die sowieso nie. So ein kleiner Fehler von mir. Ist aber nicht nur bei Tales of Serie so, ist immer allgemein so. Verdammt. Ja. Ich komme mal wieder amortisieren. Da wollte ich eigentlich gar nicht, wollte Harry Circle machen. Nochmal. 8000. 8000 nur von Fairy Circle bekommen. Das kann ich da Schaden anrichtet. Außenmauern eines alten Baus. Tufüllung mit den Helions. けど探検しながら氷もも払えるのは一石二鳥じゃないか。どんな探検家や歴史家もできなかった冒険だ。前向きだな、ミクリオ。は？うん。悩んでても答えは出ないしな。それくらいの天気な方がいいよ。スレイさんに言われるとショックですよね。行こうぜ。ポジティブミクリオ。お前、分かって言ってるだろ。略して、ポジリア？略すな。 Ja, nein, keine Spitznamen. Sehr gut. Oh, das ist eine Truhe. Hätten wir wahrscheinlich auch Mikleo gesagt, wenn ich näher dran gewesen wäre. Also ungefähr hier. Und hinter mir ist ein Gegner, merke ich gerade. Masaka Elixir? Mao Terrasse hat gekriegt, das ist ein Panorik. Ah, das ist ein Schirrschirr. Leider, das ist ein Kidoki-Fushin.
それよりエリクシールだ。本物かな？天異見聞録によれば、エリクシールの生成術は過過去に失われているってあったけど。ああ、前門小山子が発見！舐めてみればわかるかも？おい、大丈夫か？言ってきくらいなら。うわ、回復した。本物だ。これ普通に買えると便利なんだけどな。それは難しいですね。 Was sollte das jetzt? Diese Ablenkung? Habe ich mir schon gedacht. Was sollte das jetzt mit dieser Ablenkung und das hier mit einem Elixier zu schaffen? Und Puff. Nein. Boah. Was bist du denn eigentlich hier? Ich möchte noch mindestens, ich guck mir jetzt nicht hier einzelnen Gegenstand an, den ich hier bekomme. Ich möchte mindestens noch ein Level abbekommen, hallo? Ja. Wird, glaube ich, nichts mehr. Hm, sehr schön, danke. Lavendel. Stimmt, sie kann ja auch Kräuter herstellen. Ein Grund mehr, die einsetzen zu wollen. Ah, ich habe ja noch Platz. Jetzt hau da ab. Wieder mal aufhören, die ganze Zeit Sachen zu finden. Ich werde euch alles nachgucken. Bambusstapel, okay. Das möchte ich dann doch nachgucken. Boah. Wahrscheinlich sind die ganzen Bosse so schwer, weil ich noch so ganz altertümliche Klamotten anhab, ne? Müsste wahrscheinlich viel bessere haben. Oh, hi. Hast du noch Ausrüstung in offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Fokus. Gehen wir mal Alicia. Ja, den hier. Upsala. Entschuldigung. Und dann gehen wir mal weiter. Gucken, was da draußen ist. Ich hoffe, ich kann die Effekte auch irgendwann so mal hinzufügen. Weil es ja voll verschwendet. Aber ich tue mir sowieso nicht so Gedanken darum machen, deswegen ist es auch egal. So, ein Speicherpunkt wäre nicht schlecht, aber hier ist nirgendwo einer. Dass ich nur noch bis hier irgendwie rumlaufen, bis ich ein Level abbekomme, dann gehe ich wieder raus und speichere. Und level ein bisschen. Echt Schaden machen. Sie 1000. Ja. Mal, hauen die ab. Wir gehen hier nach hinten. Beschütze dich, Layla, keine Sorge. Doof, doof, doof. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass sie mit dem Schirm kämpft.
Levelaufstieg, yay! Neues Arte lernen, neues Arte lernen. Kenntnis zum Titel vertieft. Hab hier um eine erhöht, sehr gut. Gucken wir mal. Nichts Neues. Nee. Nichts Neues. Da, sie hat Feuerschlag gelernt. Ja. Und Schwall, genau. Gucken wir mal die Titel hier. Schattenschock, Erdrachenzahn. Hä, war nicht schon letztes Mal? Da habe ich schon Schattenstock. Nee. I don't get it. Fallstoß. Machen wir mal. Oder nicht. Das hier hoch. Vorne Sternenstein. Sternenschein. Dann das hier. Dann. Schmolzende Mauer. Zerrüttete Sinnflut. Warum sind die Gold? Okay. Will ich mal sagen, da hier kein Speicherpunkt ist, was ich ein bisschen doof finde, die Truhe, die holen wir uns noch. Werd ich jetzt... Oh, Monolith noch. Rang, wenn du genügend Ränge erzielt hast, erhöht sich der Segnungslevel des Herrschers des Landes für dieses Gebiet. Jedes Mal, wenn der Segnungslevel eines Gebiets steigt, werden neue Gaben in diesem Gebiet bereitgestellt, die an Speicherpunkt konfiguriert werden können. Segnungslevel wirken sich auf die maximalen Gesamtkosten von Gaben aus. Wenn du also Gaben willst, solltest du anfangen, Ränge zu sammeln. Okay. Aber erstmal. Kein Speicherpunkt, ich krieg die Krise. Ich werde wahrscheinlich dann wieder hier rausgehen. Dann draußen speichern und ein bisschen in diesem Gebiet leveln. Wenn ich im nächsten Level gegen den nächsten Boss wieder ein Level dazu bekommen habe. Klingt dann nach einem Plan? Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.